weg und ich sehe, es hört auf mit dem Regen. Schön, dass ihr alle hier seid beim 10. Lauf aktiv gegen Brustkrebs hier im Bochumer Stadtpark. Wir freuen uns sehr, über 450 Teilnehmer sogar ist die aktuelle Zahl. Davon ja Hälfte Walker, Hälfte Läuferinnen und Läufer. Gleich um 11.30 Uhr geht's los mit dem Startschuss für die Walkerinnen und Walker. Bei mir sind Ariane Kukula-Schmidt und Angelika Lipira vom Verein Aktiv gegen Brustkrebs. Ganz, ganz viele Stunden investiert in die Organisation dieses Laufes. Toll, dass ihr hier seid. Ihr möchtet erstmal ein paar Grußworte loswerden. Genau. Ich möchte einmal ganz herzliches Hallo an alle, die hier trotz des schlechten Wetters, also wirklich bescheidenen Wetters, hier bei uns sind und wirklich mitlaufen. Ganz toll, ganz klasse. Und wir haben jetzt den 10. Lauf, das ist unser Jubiläumslauf, ein ganz besonderer Lauf und wir starten das heute, wir wuppen das heute und gucken mal, wie es so den Tag über wird. Angelika, es sind ganz, ganz viele Personen beteiligt, Vereine beteiligt, Gruppen beteiligt. Absolut. Ich glaube, auch da gebührt wirklich ein Dank. Dieses Rondell, das baut sich nicht von alleine auf, diese ehrenamtlichen Stunden, die kommen auch nicht von alleine. Wem möchtest du alles danken? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Noch nicht ganz. Du bist jetzt dafür da, die Gruppen aufzuzählen. Es gibt da natürlich ganz viele Unterstützer, Helfer, Sponsoren, Vereinsmitglieder, Freunde des Vereins. Also wir können uns nicht genug bedanken, denn wir allein vom Vorstand können das natürlich alles gar nicht wuppen. Da sind so viele fleißige Hände, die vor Ort, die Wochen vorher, aber auch von zu Hause uns immer unterstützt haben. Und ja, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr euch auch hier in dem Regen jetzt hinstellt und uns zuhört. Großes Lob, großes Dank. Und ich glaube, da kann man auch mal gerne applaudieren, die schon hier sind. Dieser Applaus ist für alle, die dir helfen. Und weil der 10. Lauf natürlich was ganz Besonderes für uns ist, den mussten wir nun leider verschieben, aufgrund von Corona, eigentlich hätte es 2018 schon stattfinden sollen. Naja, jetzt mussten wir es halt weit nach hinten schieben und heute ist für uns natürlich ein ganz besonderer Jubiläumslauf und deshalb wird Gabi Bonatz, die Initiatorin des Vereins, die auch immer an unserer Seite ist und ja, auch dir ein herzliches Dankeschön, aber die wird heute natürlich zum Jubiläum.